Hallo zusammen, ich freue mich, Sie zu begrüßen zu unserem neuen Film PLM MES ERP. Und wie sieht das zukünftige Zusammenspiel aus? Ich werde Ihnen das heute detailliert erklären. Wir werden sehen, dass tatsächlich MES so ein bisschen mit dem PLM anwendet, nicht nur so ein bisschen, sondern richtig echt, und dass dem ERP natürlich auch nicht so arg gefällt, könnte man sagen. Und daraus entsteht zukünftig eine, ich sage mal, schöne Dreiecksbeziehung, und ich will Ihnen erklären, wie das funktioniert und was dabei eine Rolle spielt. Das ist alles bis zum Fahrwissen, das kann sich also weiterentwickeln, aber man kann schon sehr sicher sagen, dass es so sein wird, wie ich das erkläre, zumindest in manchen oder nein, in den meisten Fällen. So, wir schauen zuerst mal auf die frühere Sicht. Wie war das früher? Sie kennen vielleicht die Automatisierungspyramide, an der Spitze ERP, quasi der General, der alles vorgibt. Dann irgendwo das MES-System, was die Aufträge vom Generalbase bekommt und man könnte sagen, die Befehle ausführt, und das weiterleitet hier an die Steuerungen in der realen Produktion. So, da gibt es normalerweise ein paar mehr Ebenen, die wollen wir vergessen für unseren Fall, das reicht völlig, aber wir müssen natürlich uns hier im Klaren sein, die Automatisierungspyramide ist was total Schönes, aber da sind natürlich viele Dinge drin, die so nicht ganz realistisch sind. Erstmal funktioniert auf dem Shopfloor noch viel manuell. Das heißt, die Aufträge müssen auch direkt manuell irgendwo reingehen. Zweitens ist es nicht das Einzige, was so ein MES macht, dass es irgendwie die Steuerung versorgt mit irgendwelchen Dingen, sondern es muss natürlich auch Aufträge durch so eine Produktion durchblasen. So, so sah es bisher aus, und ich habe mich früher, als ich angefangen habe, mit PLM immer gefragt, warum ist auf diesem Bild gar kein PLM, und alle haben gesagt, na, brauchen wir nicht. Ist die frühere Sicht, und jetzt kommt raus, braucht man doch. So, und das will ich an diesem Bild erklären. Das gab nämlich die klassische Sicht, die wir auf der Seite sehen. Sie sehen ERP, ich sag mal die große Königin oder der große General, PLM irgendwo klein oben drüber und unterhalb vom ERP quasi der Befehlsempfänger MES, der dann ausführt, was es ERP sagt. So, warum ändert sich das? Und warum war es früher so? Früher haben die PLM-Systeme ja erstmal einfach nur CAD-Daten verwaltet. Diese CAD-Daten hat man dann durch viele manuelle Transformationsschritte mit viel Excel und anderem Firlefanz im Rahmen der Industrialisierung weiterentwickelt, und irgendwann haben die dann ihren Weg ins ERP gefunden, alles händisch, und dann hat ERP im Prinzip eigentlich alle Informationen ins MES geschoben, und diejenigen Informationen, die das ERP nicht hatte, wurden dann halt nochmal im MES modelliert, weil sie ja sonst nirgends so wichtig waren. So, das war die frühere Sicht. Diese frühere Sicht hat sich aber geändert. So, warum? Wir wollen eine durchgängige Digitalisierung, und dabei bemerken wir eins, PLM wird immer größer und ERP wird kleiner. Woran liegt es? Die Grundüberlegung früher im ERP, oder sagen wir andersrum, wofür ist ERP da? ERP ist dazu da, im Prinzip einen Werte- und Mengenfluss durch ein Unternehmen zu steuern, vom Auftrag quasi quer durch bis zur Lieferung und die komplette Produktion. Dabei interessiert aber das ERP im Wesentlichen die Mengen und die Werte und die Berechnung der Kosten. Die technologischen Daten interessiert ERP eher wenig, sondern nur so, dass die Daten, also dass man darüber quasi Aufträge jagen kann, könnte man sagen. So. Das Problem ist aber, die Stammdaten, die ein ERP dazu braucht, die haben alle einen Lifecycle. Nicht nur die Produktdaten, sondern alle Stammdaten. ERP interessiert sich aber im Kern nicht für diesen Lifecycle, sondern es will einfach reife Daten haben und darauf alles laufen lassen. Aber die Entwicklung zur Reife hin, das heißt, so eine Information ist ja nicht reif, die muss ja entwickelt werden. Das ist ein langer, mühsamer Prozess, auch der Industrialisierung, bis die Information so reif ist, dass sie valid im ERP auch formell genutzt werden kann. So, dieser ganze Prozess ist früher in Excel und sonst was gelaufen, aber damit war der Lifecycle ja nicht geklärt. Heute machen das immer häufiger PLM-Systeme, und diese Reifegradentwicklung wird immer wichtiger, und von da wird dann ins ERP versorgt. So, was passiert zukünftig? Zukünftig werden wir insgesamt mehr Dynamik in die Unternehmen kriegen. Das heißt, nicht nur Produktdaten werden haben, also Produktdaten haben ja die höchste Dynamik, aber auch andere Stammdaten werden eine höhere Dynamik kriegen. Wenn andere Stammdaten eine höhere Dynamik bekommen, wird auch für die Lifecycle-Management relevant. Das spürt man heute schon. Es gibt Unternehmen, die sprechen zum Beispiel von Configuration Lifecycle Management.
weil sich Produkthierarchien, weil sich Variantenräume, weil sich Variantenregeln eben auch verändern über ein Lifecycle. So, die müssen wir natürlich auch lifecyclen. Ob das dann ein System zum Schluss ist, ist egal. Das gehört, sagen wir mal, ins Konglomerat PLM. So, deswegen habe ich aufs P in Klammer gesetzt, weil ich glaube, zukünftig werden wir ein Lifecycle-Management erleben. So, wenn also die ganzen Stammdaten in ihrem Reifegrad im PLM entwickelt werden, dann ist es ja auch sachlogisch, dass die von dort direkt ins MES versorgt werden. Ganz konkret, was wäre das? Zum Beispiel gibt es ja eine Arbeitsplatzhierarchie. Diese Arbeitsplatzhierarchie, die entsteht im PLM, die kann ich ins MES schieben. Jetzt wird mir wahrscheinlich der Finanzer sagen, ja, eine Arbeitsplatzhierarchie haben wir auch im ERP. Meine Antwort, in einer ganz anderen Granularität. Die Arbeitsplatzhierarchie, die wir heute in einem ERP haben, die ist dazu da, Kosten zu summieren. Gerne wird dort eine Arbeitsplatzgruppe gebildet aus Maschinen, die den gleichen Stundensatz haben. Das heißt aber nicht, dass die das Gleiche können. Deswegen hat man ja im MES häufig nochmal ganz andere Ressourcengruppen, damit ich die in der Feinplanung sauber nutzen kann, die es im ERP nicht gibt. So, über solche Details macht sich keiner Gedanken, weil meist sagt man, halt sind doch Ressourcen drin, im MES sind es auch Ressourcen, können wir doch überschieben. Geht aber nicht, weil das Wichtigste ist, Informationen kann ich nur versorgen, wenn die Semantik, die ich brauche, in beiden Systemen synchron ist. Wenn sie das nicht ist und ich sie nicht abgleichen kann, dann kann die beste Schnittstelle der Welt, technisch geht es immer, das nicht übertragen, weil dann eine menschliche Logik oder eine Interpretationslogik dazwischen sein müsste. Wissen meist nur die Sachbearbeiter, wenn sie Glück haben, noch die Gruppenleiter, alle Management-Ebenen da oben drüber, wissen das nicht und dann wundern sich, dass es so teuer ist bei der Einführung. So, das heißt, das ERP wird dann nur noch machen, wozu es da ist, nämlich den Teil hier, den mit den Zahnrädern Aufträge durchschießen. Es wird natürlich schon weiter der General sein, weil merke, im Unternehmen wird nicht, zumindest nichts auf dem Shopfloor getan, ohne eine Aufforderung vom ERP direkt zu haben, es zu tun. Ja, das. Dafür ist es ERP da. So, wenn man diese Sicht sieht, dann kann man die Automatisierungspyramide umzeichnen und dann haben wir hier oben ganz, ganz groß, mal hoch, hier oben ganz, ganz groß PLM. Und PLM versorgt dann die ganzen Stammdaten ins MES. ERP muss natürlich auch noch Informationen versorgen. Das sind dann aber im Wesentlichen die Fertigungsaufträge und es nimmt dann die Rückmeldung wieder auf. Aber alles, was Stammdaten sind, also Arbeitsplatzhierarchie, Arbeitspläne, auch Stücklisten und all diese Geschichten, die können direkt vom PLM ins MES versorgt werden. So, und jetzt gibt es da unten noch sowas, drei Buchstaben, IoT für Internet of Things. Hier bilden sich auch neue Systeme raus und diese Art von Systemen machen eigentlich nichts anderes, als Daten der Maschinen aufsammeln. Die Daten der Maschinen spucken ja Daten auf und diese Daten werden aufgesammelt, verdichtet in Zeitreihendatenbank und ans PLM zurückgesendet. Und damit kann man dann ein Closed Loop Engineering machen. Closed Loop ist in dem Sinn auch nicht ganz richtig, weil Sie müssen überlegen, Produktentstehungsprozess geht ja nach vorne in der Zeit. Irgendwann habe ich SOP. Die Informationen zurückkommen ja erstmal, wenn das ganze Ding läuft. Und dann erst kann ich sie für, sagen wir, die Weiterentwicklung des Produkts oder für neue Produkte tatsächlich das IoT dann nutzen. So, an der Stelle habe ich zuerst mal kurz eine Schnittfolie, weil jetzt werde ich einen Schnitt machen. Aber ich werde dennoch gleich weiter erklären, weil ohne Erklärung, wie das tiefer geht, wird es natürlich keinen Sinn machen. Ich werde auch ganz bestimmt einen durchgängigen Film entsprechend machen.